Was zuletzt geschah. Die Bestie Groudon entfesselte nun die wahre Macht seiner Protoform und hinterging seinen eigenen Kriegsherrn. Kaum hatte er den Juwel erhalten, räumte er Darkrai aus dem Weg, mit dem Ziel, selbst der Anführer der dunklen Armee zu werden und das gesamte Universum in ein Reich des Feuers zu verwandeln. Und es wurde klar, weshalb Götter sich einst verbünden mussten, um Groudon diese Macht zu nehmen. Der Kampf schien ungewinnbar und Ivy war fest entschlossen. Entweder würde sie Groudon besiegen oder bei dem Versuch sterben. Doch im letzten Moment kam Rettung. Der echte Leon und alle Pokémon, die einst den Falschen begleiteten, Olaf und Mega Rayquaza. Dieser nahm Proto-Groudon mit der gließenden künstlichen Sonne, seinen größten Vorteil. Nun nahmen alle Trainer an dem Kampf teil. Und Ivy reagierte mit all der Hoffnung, den Träumen und der verborgenen Kraft ihrer legendären Blutlinie und entwickelte sich ein für allemal in eine neue Spezies, welche den Namen Elementara bekam. Und mit ihrer neuen Spezialattacke, welche stärker wird, je mächtiger die Hoffnung in der Umgebung, beendete sie Proto-Groudons Rolle. Jedoch zeigte sich nach dem Sieg schnell, so einfach würde Darkrai nicht sterben. Nach genügend Kämpfen, nach so langer Zeit, Darkrais großer Showdown, das wahre Finale. Kapitel 33. Das Licht der Dunkelheit. Darkrais finale Schlacht. Langsam aber sicher begab er sich in die Mitte des Schlachtfeldes, während er immer noch langsam applaudierte. Wir waren alle kampfbereit. Er konnte es nicht wagen anzugreifen. Er hatte inzwischen wieder seine wahre Form angenommen. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt ihn tatsächlich besiegt. Das war ja eine unschöne Unterbrechung. Aber jetzt, wo das geklärt ist, können wir unser Finale beenden. Das Finale ist zu Ende, Darkrai. Egal, wie du es siehst. Groudon war dein letztes Pokémon. Du hast verloren. Die anderen Menschen und Pokémon zogen sich langsam wieder zurück. Was für ein Schwachsinn! Denkst du etwa, dieses Finale endet? Bevor ich falle? Wenn ihr diese Welt retten wollt, müsst ihr erst an mir vorbeikommen. Darkrai wollte selbst noch einen finalen Kampf. Jedoch sah ich nicht, woher er sein Selbstbewusstsein nahm. Er war schwach. Unsere Kämpfer waren alle wieder relativ stabil auf den Beinen. Ivy hatte ihre wahre Form gefunden. Und alle Embleme waren auf unserer Seite. Doch es war naiv zu erwarten, dass Darkrai keine Trumpfkarte mehr hatte. Im nächsten Moment verschwanden die Embleme all meiner Freunde und sie versammelten sich um Darkrai. Denkt ihr, ich hätte euch gesagt, ihr sollt die Embleme mitnehmen, damit ihr stärker werdet? Lächerlich! Was glaubt ihr denn, weshalb ich derzeit schwach bin? Weil all meine Kraft, meine Seele in diesen Emblemen steckt. Aber nun, wo ihr sie alle wieder vereint habt, ist es meine Aufgabe, wieder zum mächtigsten Wesen zu werden. Die Embleme begannen sich mit einer unfassbaren Geschwindigkeit zu drehen. Auf einmal fusionierten sie alle zu einem einzelnen Gegenstand. Einem altbekannten, doch längst vergessenen Gegenstand. Dieses Ding habt ihr lange nicht gesehen, was? Und doch seht ihr richtig. Ich habe die Embleme aus dem reinen Element erschaffen. Lief Darkrai damit nicht in seine eigene Falle? Du bist wirklich dumm geworden, Darkrai. Nur ich und Günther können die Kraft des reinen Elements nutzen. Und du stellst es einfach so hier hin?
Ist das eine Bitte um Gnade? Doch unser Feind blieb selbstsicher. Wenn es um Darkrai ging, geschah nichts ohne einen Plan. Ein weiteres Mal unterschätzt ihr mich. Günther, Lord Ecke, habt ihr euch denn nie gewundert? Wie kann es sein, dass das reine Element 2 Auserwählte hat? 2! So eine seltsame Zahl. Dabei sind doch aller guten Dinge 3. Das reine Element begann in die Luft zu schweben. Auf einmal schlug es in Darkrai ein und die ganze Gegend wurde erhellt. Ein leuchtendes Grün durchbrach den Blitz. Als das Licht verschwand, hatte Darkrai eine neue Form angenommen. Eine goldene Form mit schwarzem Gesicht und grellgrünen Augen. Keiner von uns verstand, wie das nun zu erklären war. Wie kannst du ein Auserwählter des reinen Elements sein? Das reine Element kämpft für das Licht. Es müsste dich vernichten, nicht dir gehorchen. Mit jedem Wort, das wir sagten, mit jedem bisschen Verwirrung und Verzweiflung, schien Darkrais Selbstbewusstsein nur zu wachsen. Ihr seid Narren! Denkt ihr wirklich, ich würde für die Finsternis kämpfen? Seht ihr nicht, dass ich ein Held bin? Du und Held? Außerdem heißt die Armee, die du leitest, nicht wortwörtlich dunkle Armee? Und dann erzählst du uns, du kämpfst nicht für die Finsternis? Ihr seht die Wahrheit nur nicht. Ihr werdet sie nie sehen. Ihr seid alles Opfer einer riesigen Lüge. Eine Lüge der Natur selber. Und die einzige Möglichkeit, dieses Spiel zu stoppen, ist es, den Weltenbaum zu vernichten. Wieder einmal wurde es eindeutig. Darkrai war kein grundlos finsterer Charakter. Er war hochgradig gestört. Merkt ihr denn nicht, dass ihr alle Marionetten seid? Ihr seid die Waffe, die die Natur für ihren Zug der Zerstörung nutzt. Unser Weltenbaum muss untergehen. Ansonsten werden alle anderen Welten zerbersten. Es reicht, Darkrai. Wir haben genug. Du bist verrückt. Das wissen wir. Und wir werden dich stoppen. An dieser Stelle endet deine Ära. Narren, ihr seid die wahren Feinde in dieser Geschichte. Doch ich kann es euch nicht persönlich nehmen. Die Natur hat euch manipuliert. Ihr lebt die Lüge. Ihr glaubt, dass ihr das Richtige tut. Doch seht ihr nicht, dass ihr es nicht tut? Die Antwort war Lord Eckes erster Flammenwurf, dem Darkrai einfach auswich. Gut, nehmt es mir nicht persönlich. Doch wer dem Wohl des Lebens im Weg steht, wird vom Hoffnungsbringer selbst vernichtet. Und so begann endlich das wahre Finale der Reise. Gegen Darkrai in seiner Lichtform. Gegen den Hoffnungsbringer, wie er sich selber nannte. Wir waren alle völlig im Unklaren über alles, was Darkrai im Kampf wirklich konnte. Der Einzige, der ihn je bekämpft hatte, war Floink gewesen. Und damals hatte Darkrai eine andere Form gehabt, weniger Macht. Wir kannten die Auswirkungen des reinen Elements. Es ist eine der stärksten Essenzen, die existieren. Und Darkrai hatte sie nun auf seiner Seite. Und wir hatten einen großen Teil der Kräfte in unseren Reihen verloren, zusammen mit den Emblemen. Es war bereits zu Anfang klar, dass Eevee in diesem Kampf erneut die wichtigste Rolle spielen würde. Durch ihre Entwicklung war sie ohnehin merklich stärker geworden. Sie war nun vielleicht die stärkste Kriegerin in unseren Reihen. Und vor allem war sie unberechenbar. Ein Moveset bestehend aus über 30 Attacken und eine Kombination jedes einzelnen Typen machten sie zu einer unfassbar vielseitigen Kriegerin. Doch auch diese Kraft war nichts gegen die Kraft des Lichtes, die nun in Darkrai steckte. Es gab mir wirklich zu denken. Das reine Element schien ihm sogar noch mehr Kraft zu spenden, als es damals bei Lord Ecke in der Schlacht gegen die dunkle Macht der Fall war. Doch wieso tat sie das? War sie etwa doch kein Werkzeug des Guten? Oder war sie wie die Embleme? Handelte es nach Emotionen?
Dieser Gedanke war einer, der alles verändern könnte. Was, wenn das reine Element seine Kraft gibt? Wenn sein Nutzer davon überzeugt ist, etwas Gutes zu tun? Das würde beweisen, dass Darkrai tatsächlich der Meinung wäre, der Held der Geschichte zu sein. Dass er gute Absichten habe. Dass sein völlig verzerrtes Weltbild ihm tatsächlich zeigte, dass die Vernichtung unseres Weltenbaumes gut sei. Doch vielleicht waren all diese Gedanken auch Schwachsinn und Darkrai war einfach nur durch und durch böse. Doch was ich sicher sagen konnte, sein Kampfstil war definitiv keine Grundlage für einen fairen Kampf. Ich erkannte Techniken wieder, die Floink beschrieben hatte. Die Manipulation der Schwerkraft mit einer einzigen Handbewegung. Dunkle Strahlen aus allen Richtungen. Ein vollkommen unrealistischer Kampfstil. Diese Attacken bedienten sich wahrlich Kräften, die jenseits unserer aller Vorstellungskraft lagen. Doch auch Techniken, von denen Floink nicht erzählt hatte, waren mit dabei. Sie kamen vermutlich durch seine Fusion mit dem reinen Element zustande. Die wohl stärkste und von Darkrai am häufigsten genutzte waren Portale. Darkrai konnte sie einfach erscheinen lassen, wo er wollte, und somit meinen Freunden auf Dauer völlig die Orientierung nehmen. Andererseits nutzte er selber sie als Fortbewegungsmittel. Die schiere Menge an Portalen macht es unmöglich zu bestimmen, wo er herauskommen würde. Doch es gab eine Technik, die den Kampf beeinflusste wie keine andere. Eine besondere Art Barriere. Sie bestand aus purem Licht. Sie diente als Kuppel um das Kampffeld, sodass niemand anderes es betreten konnte. Doch gleichzeitig hatte Darkrai noch eine zweite von ihnen. Sie schwebte direkt um ihn herum. Das große Problem an dieser Barriere war, sie diente ähnlich wie die des finsteren Ultranik Schosma. Sie wehrte sämtliche Angriffe ab, nur mit einem Unterschied. Die Schwachstelle von Nick Schosmas Schild war die Reflexion seiner eigenen Projektile gewesen. Diese konnten seine Barriere damals brechen. Doch dies traf auf Darkrais Schild nicht zu. Im Gegenteil, es reflektierte sämtliche Geschosse. Zudem war es nicht möglich, das Schild zu berühren. Es glich der Oberfläche der Sonne. Es anzufassen verursachte unsagbare Schmerzen. Hydropi, Seemops, Eevee und ich versuchten zusammen, ob aufgrund dieser Eigenschaft vielleicht Wasser eine Schwäche dieses Schildes darstellen könnte. Doch schnell zeigte sich, nein, dieser Sonnenschild schien keine Schwächen zu haben. Darkrai schien sich dessen auch bewusst zu sein. Spürt ihr es nun? Die Macht des Hoffnungsbringers. Die wahre Macht des Lichtes. In dieser Form kann mich kein Mensch besiegen. Mich kann kein Pokémon besiegen. Ich bin der Herrscher. Die Lage wirkte wirklich hoffnungslos. Wie besiegte man einen unverwundbaren Feind? Doch es gab noch eine Option. Diese meldete sich selber zu Wort. Kein Mensch und kein Pokémon. Von Essenzen hat er nie geredet. Ich bin dem reinen Element überlegen. Die Determination. Ich hatte sie bereits beinahe vergessen. Doch all die Zeit war auch sie auf dieser Reise mit dabei gewesen. Wenn du denkst, es könnte funktionieren, dann übernimm die Kontrolle. Los! Einen Moment lang tat sich nichts. Nein, es reicht damit. Ich habe große Kräfte, doch ich bin kein Krieger. Ich kämpfe ohne Strategie, nur mit Macht. Günther, wenn wir das hier gewinnen wollen, müssen wir unsere Kämpfe wahrlich verbünden. Ich habe mich all die Zeit geweigert. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir sind zu einem Wesen verwachsen. Wir sollten als Einheit handeln. Ich gebe dir meine Kraft. Du behältst die Kontrolle. Ich war zunächst überrascht, dass dies überhaupt eine Möglichkeit war. All die Zeit hätte mir die Determination ihre Kräfte einfach überlassen können. Doch sie bestand immer darauf, sie selber zu nutzen. Gut, na dann. Im nächsten Moment fand ich mich an einem altbekannten Ort wieder. Eine Leere, in der 7 Gegenstände schwebten. Einer von ihnen war die Determination. Es wird Zeit, deine Kraft zu entfalten. Wir müssen diesen Krieg gewinnen, egal wie.
Mir passt es zwar nicht wirklich, aber es hat ohnehin keinen Sinn mehr für mich. Ich werde nie wieder die volle Macht haben. Also kann ich sie auch abgeben. Werden wir wahrlich zu einer Einheit. Im nächsten Moment fand ich mich auf dem Kampffeld wieder. Ein rotes Leuchten umgab mich. Ich fühlte mich seltsam. Darkrai starrte zu mir. Was ist dein Plan, Narr? Denkst du etwa, das könnte mich aufhalten? Die Determination. Ihr beiden versteht ja nicht mal einander und das, obwohl ihr dasselbe Wesen seid. Ich fühlte, wie sich etwas in meiner Seele veränderte. Es war wie eine neue Emotion. Eine Emotion, die ich nie gefühlt hatte. Wie eine Stimme in meinem Unterbewusstsein. Sie half mir, einen Satz zusammenzulegen. Wir sind eine Einheit. Wir sind eine Macht. Wir beide. Wir sind Günther. Ich fühlte, wie mein Körper sich veränderte. Die Determination gab mir die Form, mit der ich diesen Kampf gewinnen konnte. Die Form meines wahren Krieger-Ichs. Die Form des Kanimani. Günther, du bist wieder du selber. Unglaublich, wie konnte sich diese Verwandlung vollziehen? Egal wie es geschehen ist, sie wird uns zum Sieg führen. Auf in das letzte Gefecht. Für das Licht der Wurzelwelt. Für das Licht der Wurzelwelt. Auch Darkrai hatte seinen Beitrag hierzu. Ihr seid derart impertinent. Was denkt ihr euch eigentlich? Nur weil Günther wieder ein Pokémon ist, wollt ihr mich bezwingen? Lachhaft! Der Hoffnungsbringer fällt nie. Die dunkle Armee wird diesen Krieg gewinnen. Und ihr seid die letzte Hürde. Der Kampf ging in die zweite Runde. Es war ein eigenartiges Gefühl, tatsächlich wieder so zu kämpfen, wie ich es gewohnt war. Mein kleiner Körper machte mich deutlich agiler und es fiel mir leichter, Angriffen auszuweichen. Ich konnte alle Attacken einsetzen, die ich gelernt hatte. Und dazu kamen nun noch Techniken der Determination. Und auch, wenn er versuchte, es sich nicht anmerken zu lassen. Ich merkte, wie Darkrai's Selbstbewusstsein sank. Er sah nun die Möglichkeit zu verlieren. Und schnell zeigte sich weshalb. Denn als ich eines der für die Determination typischen explosiven Geschosse nutzte, reflektierte sein Schild dieses nicht. Im Gegenteil, es zerbarst. Das reine Element und die dunkle Macht dienten beide dazu, die Determination zu versiegeln. Alleine konnte keines von ihnen der Kraft der Determination standhalten. Und nun war Darkrai verletzlich. Er versuchte sofort alles, um nicht angegriffen zu werden. Ein wahrer Hagel aus Angriffen begann. Stacheln schossen aus dem Boden. Die Schwerkraft spielte verrückt. Portale formten das Schlachtfeld nach Darkrais Willen. Doch gleichzeitig waren wir in einer deutlichen Überzahl. Es fiel Darkrai offensichtlich schwer, uns alle auf einmal zu stoppen. Und durch seine Verteidigungslücke fand Eevees Hoffnungsstrahl sein Ziel. Doch Darkrai gab noch nicht auf. Seine Verletzung war ihm anzusehen, doch er wollte sich nicht besiegen lassen. Der Kampf hatte sich zu unseren Gunsten gedreht. Darkrai war in einen riesigen Nachteil geraten. Er versuchte nun, uns mit Portalen alle wegzuhalten. Doch er machte einen Fehler. Ich erkannte, wo er ein Portal setzen wollte und sprang. Ich überflog das Hindernis und gelangte direkt zu Darkrai. Mit der Kraft der Determination in meiner Faust gesammelt, verpasste ich ihm den letzten Schlag. Als ich meine Augen wieder öffnete, war ich erneut ein Mensch. Meine Maske lag neben mir auf dem Boden. Meine Freunde standen um mich herum. Die Menschenmenge war totenstill. Vor uns lag Darkrai, ohne seine Lichtform, blutend am Boden. Darkrai, du hast verloren, sieh es ein! Er lachte schwach, aber boshaft. Ich werde nie verlieren. Ich werde wiederkehren. Ich werde stärker sein. Nächstes Mal könnt ihr nichts mehr ausrichten. Ihr Narren werdet! Er verstummte. Eine Dornranke hatte ihn mitten ins Herz getroffen. Vor unseren Augen löste sich Darkrai auf.
er würde nie wieder zurückkehren. Darkrai war Geschichte. Bulbi, die die Quelle der Ranke war, erhob ihre Stimme. Du hast uns angelogen. Du hast versucht, uns klarzumachen, dass du auf unserer Seite stehst. Du hast mich glauben lassen, du seist nett. Du hast uns so viel leiden lassen. Ein Krieg ausgelöst. Darkrai, es ist vorbei. Du wirst in die Tiefen des Void verbannt, auf das dich keine Seele je wiedersehen muss. Wieder wurden wir alle einen Moment stumm, bis ich eine Idee hatte. Latias, kannst du mir helfen? Sie verstand sofort. Ich hielt meine Hand an ihre Stirn. Sie übertrug meine Nachricht an die Wesen dieses Planeten. Dies ist eine Nachricht an alle Lebewesen, alle Menschen, alle Pokémon. Egal, auf welcher Seite ihr gekämpft habt, die Schlacht ist geschlagen. Der Krieg ist zu Ende. Darkrai ist gefallen. Ich hörte tosenden Jubel. Von überall auf der ganzen Welt schien Freude zu kommen. Sie alle waren glücklich, dass der Krieg endlich zu Ende war. Als ich wieder im Hier und Jetzt ankam, jubelten alle Menschen auf dem Platz. Sie ließen mich und meine Freunde hochleben. Es war eine ausgelassene Feierei. Als die Menge sich etwas beruhigt hatte, kam Snens zu mir. Günther, du warst das die ganze Zeit. Du warst der Walrossmann. Ja, ich war in der Welt der Pokémon. Ich habe dort viel durchgemacht. Und für diesen Krieg bin ich hierher zurückgekehrt. Bisasam unterbrach mich. Das ist ein gutes Stichwort. Es wird Zeit. Es wird Zeit, dass jeder wieder dorthin zurückgeht, wo er hingehört. Ich wurde etwas traurig bei dem Gedanken. Ich verstehe. Ich machte einen weiteren Ausruf. Die Zeit des Abschieds ist gekommen. Die Pokémon werden alle wieder in ihre Welten zurückkehren. In dieser Welt wird wieder Normalität einkehren. Es wird Zeit für unsere letzten Abschiede. Ich drehte mich zu meinen Freunden. Latias versuchte, meine Trauer zu mindern. Sei nicht traurig. Vielleicht finden wir eines Tages einen Weg, wie du diesen Ort wieder besuchen kannst. Es änderte jedoch nichts. Ich musste endlich Klartext mit ihnen reden. Ich werde nicht mit euch zurückkehren.